Sieh mal, was es hier alles gibt, Lisa. Cool, jede Menge Namensschilder. Barclay, Barry, Bird. Borg. Ach, das gibt's nicht. Borg. Mami, Mami, kauf mir mein Namensschild. Nein, komm mit. Borg. Reden Sie mit mir? Nein, mein Sohn heißt ebenfalls Borg. Herzlich willkommen! Ne, Moment mal. Ne, okay. Ne, umbeamen! Es wäre auch ziemlich dumm, wenn ich das nicht rausschneide. Vielleicht machst du. Das ist schlimmer, man weiß es nie genau. Man weiß es nie. Moment, jetzt wieder. Moment, okay. Ah, herzlich willkommen zu Spiele mit Borg. Dr. Beverly Crusher, was war das eben mit dem Beamen? Ja, was? Da ist wohl ein bisschen was schiefgelaufen. Ich behebe das mal. Ja, Dr. Crusher, Sie wissen doch, wenn wir uns beamen, machen Sie bitte die Torrents aus. Ja. Weil dann kommt der Downstream nicht so richtig. Haben Sie wieder Game of Thrones Staffel 8000 geschaut? Die traurige Nachricht ist, dass der berüchtigte Pizzamampf, halb Pizza, halb Mensch, heute Morgen tot auf dem Rücksitz seiner verlängerten Limousine aufgefunden wurde. Offensichtlich war der notorische Gangster in seinem Wagen eingeschlossen worden und hatte sich dann selbst totgefressen. Und nun kommt Pongos Filmkritik über Rocky 5000. Ist es soweit? Wer hätte das gedacht, dass es noch so lange weitergeht? Ja. Da ist der Mann schon so lange tot. Wer? Und die haben nie aufgehört. Ey, als Cyber-Tyrion zusammen mit Cyber Jon Snow. Ja, ja, auch die Borg kamen ja auch drin vor. Ja, genau, die Borg gegen Mecha Cersei. Ja, ach, ja. Nicht wahr? Ich kann es mir gut vorstellen. Michael Budikoff. Michael Budikoff ist auch wieder da. Beste Unterhaltung am Dienstagabend. Hallo. Ich wollte ganz kurz mal einmal nur, damit ihr auch seht, dass wir hier nicht einen Schauspieler engagiert haben für Budi. Nein, nein, es ist wirklich Budi. Es ist Budi, ja. So. Weißt du, so ein Geschmack, guck mal, wie Budi wieder darauf guckt. Oh, das würde ich gerne essen. Oh. So, ich rieche schon die Röstaromen. Jetzt. Das ist die Technik der Zukunft. Kann er jetzt wieder sehen, das ist das Gaffer-Tape der Zukunft. Gaffer ist, wird auch in der Zukunft noch benutzt werden. Vielen Dank übrigens an Space Miriam, die uns diesen Visor hier gebastelt hat für unseren blinden Budi. Weil, glaubst du, hat hier der Schauspieler von Jordi LaForge, was hat er wohl gedacht, als sie ankam hier? Und das trägst du übrigens die ganze beschissene Reihe. Ja, ich wette, er hat das zuerst genommen. Er hat doch nur so ein bisschen so ein Mini-Afro oder so gehabt. Der hat bestimmt mal Haarreif oben drauf gepackt. Oh, und dann sagte er, ja, okay, es ist die Zukunft. Da kann man sowas mal machen. Und die sagen, und das haben die garantiert auch 5 Minuten vorher schnell zusammengezimmert, das Ding. Ah, der Typ sieht irgendwie... Der hat noch nichts, ne? Der braucht noch was. Da geht die Tochter vom Produzenten vorbei und sagt, hey, Lindsay, komm mal her. Blub, blub. Ja. Blinder Mann, der gucken kann. Bei der Gelegenheit hat Worf noch auf die Stirn so den Kaugummi geklebt und dann dachte alle, wow. Sag doch mal die Maske. Wir sprechen nicht darüber, warum die Klingonen so aussehen. Ja, das stimmt, ja. Das ist ein Geheimnis. Ja, ich habe ja die neue Staffel. Also ein Geheimnis. Klingonen? Da drüben. Und da drüben auch. Das sind Klingonen? Das sind Klingonen. Und es ist eine lange Geschichte. Was ist passiert? Gentechnik oder sowas ähnliches? Eine virale Mutation? Wir erörtern es nicht mit Außenstehenden. Was ist bisher passiert in Spiele mit Borg? Gar nichts. Nichts? Gar nichts. Q kam, hat gesagt, ey, dein Vater ist übrigens beim ersten Angriff mit dem Borg gestorben. Hier, zack, dann waren sie da. Dann haben wir das Leben gerettet, mehr oder weniger. Und das war's schon. Genau, wir sind jetzt in der Rolle eines eigentlich Verstorbenen, des Sicherheitsoffiziers, weil der verstorben ist und deshalb ist das Schiff explodiert, wo der Vater vor 10 Jahren dem Borg zum Opfer gefallen ist. Der Vater ist befreundet mit der Figur, die wir wiederum spielen. Genau, den Sicherheitschef Tarek Tarkan. Und wir haben gerade eben noch, das weiß ich noch, bevor die zweite Disc von dreien nach 30 Minuten die zweite Disc von dreien gefordert wurde. Das muss man sich mal vorstellen. Dafür hat mein Geld bezahlt damals, ja? Dafür hat man Hunderte von Mark! Hunderte! Space Mark!
Na, das waren einige goldgepresste Latinos. Oh ja. Warte mal ganz kurz. Wurde an der Schaltpulte, die sehen, habt ihr vielleicht noch nie gesehen, die sehen bei Star Trek irgendwie so aus. Und da wurde ein Borg-Implantat gefunden. Und wir haben direkt uns das angeguckt und das war's. Und damit. Und das war alles. Das war alles. Wir haben, glaube ich, auch Glück, wir haben so getrödelt bei einigen Entscheidungen, dass sie einfach für uns gefallen wurden. Das ist interessant zu wissen, dass man manchmal auch einfach nichts machen muss. Ja. Der weise Mann ist der, der weiß, wann er die Fresse hält. Und wenn er nur doof guckt. Ich brauche den Skelettarm nicht damit zu nutzen. So ist es. Genau, das ist wirklich. Hier funktioniert es endlich mal. Unser nächster Safe heißt Entscheidung 6 Hintern. Und wir schauen uns diesen Hintern einfach jetzt mal an. Commander Riker. Engage. Was sagt eigentlich Nummer 2 immer irgendwas? Nee, gell? Der guckt einfach so. Mhm. Mhm. Bin ich auch dafür. Nicht jetzt genauso gemacht. Und er bewundert den Picard immer so, wie er das macht mit dem Engage. So, des Vaters Hintern. So, hinter dem Hintern hinterher schleichen. Aber dem Vater kann ich anschauen, nicht den Hintern direkt. Jetzt einfach Hintern, dieser Hand. Sitzgerät der menschlichen Rasse. Edward Furlong ist mein Vater übrigens, nachdem er bei Terminator 2. Ja, da hat er nicht mehr gerissen. Of the Federation Medal of Valor for his part in the rescue of hostages. During a Cardassian raid on a Starfleet. Ach, guck mal. Hat Cardassianer Überfall verhindert? Aber jetzt mal im Ernst, die kriegen doch bei der Sternflotte kriegen die auch ständig irgendwelche Orden. Also im Grunde tun die nur ihren Job. Ah, wurde ausgezeichnet, weil er ein Paket abgeliefert hat am Planeten P. Aber du musst dir ja auch vorstellen, das ist ja eine Zukunft, die ist ja geldlos. Ja? Man macht es ja nur noch, um sich selbst quasi weiterzuführen. Du musst ja trotzdem irgendwie so ein bisschen alibimäßig, das ist so Gamification. Ja? Wie du sagst, wenn du den Teller abwäschst, kannst du dir irgendwas +1 anschreiben. Machen. Kannst du sagen, okay, Lieutenant Junior Grade, kriegen sie noch eine Pip hier. Guck mal, ich habe ja auch hier. Ich glaube aber, dass sie die auch verscherbeln. Ich glaube, dass da auch materieller Wert dahinter ist. Die schmelzen die Orden immer direkt ein, die retten irgendwen. Und dann beamen sie ins All, ist ja egal, Hauptsache der Orden. Und dann wird der eingeschmolzen auf der kleinen Bratpfanne in ihrem, in 10 vorne. Nein, das ist ja zu öffentlich. Das ist zu öffentlich, vorne, ist hinten im Dilithium-Kristallen. Da, wenn du den Schrank aufmachst, ist der... Ja. Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Joy, was glaubst du, wie Johnny davor seine Brille? Die ist Gold. Ach so, hast gesehen, die ist Gold, ja? Ich meine, alles aus goldgepresstem Latinum. Ich wäre eigentlich für goldgepresste Latinas, muss ich sagen. Das ist super. Ja, das wär mal ein Tausch. Ja, ich gehe zum Sexplaneten mit den goldgepressten Latinas. Tausche gegen goldgepresstes Latinum. Hier kriegt auch gerade Bunikopf kriegt eins von den Seesträngen ins Auge. Ja, gleich. Aber da die Augen eh nicht gehen, das ist ja auch egal. Ja. Wollen wir es mal kurz anhören? Lieutenant Sprint, das sind wir ja wir. Ich weiß ja gar nicht, wie sahen wir überhaupt aus? Machen Sie es so. Sprint? Oh, es geht gar nichts. Oh, er zeigt. Doch. Lieutenant Corus Sprint, Bajani. Ich sehe nicht so gut aus, wie ich dachte. Stationed aboard the USS Righteous, Stardate 40955. Das ist ein echter Alpha-Mann, wie du siehst. Ja, stimmt. Das ist ein Alpha. So sieht ein Alpha aus. Ja, aber dass diese ganze Terminologie in der Zukunft auch noch in der Sternflottenakte dann landet. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Wie du sag mal, sind die Männer aus Beta-Set aber dann nicht angeschissen, weil sie sind automatisch Betas. Ja, sehr uncoole Planet. Ja, wirklich. Da sehen wir aber auch, da haben ja auch die Frauen dann die Hosen an, ja, wie Loxana und wie Troy aus Beta-Set. Und auch wirklich literally die Hosen an. Das stimmt, ja, Hosenanzüge, das ist trendy. Was ist mit den Röcken passiert? Ich bin aufrichtig dankbar, Mrs. Troy, dass Sie Ihr Leben riskiert haben, um meine Leute zu retten. Schon bald haben wir Ihren Planeten... Nein, 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 Sie müssen mich nicht nach Hause bringen. Ich würde gern mehr Ihrer poetischen Worte. Vielleicht ein andermal. Wir machen mal weiter. Und wir gucken uns, das sind die Jeffreys oder? Ja, nehme ich auch an. Die sehen hier ein bisschen anders aus, aber obwohl, nee, doch, das sind die schon. Ja, die sehen. Ich denke mal, die haben ja auch einfach nur sehr kleine Gänge. Ja. Warum haben die nicht größer gemacht? Es sind Gänge. Die laufen da in jeder Folge durch. es sind die exakt gleichen Gänge, die sonst auch benutzt werden. Die nehmen aber extra große Schauspieler. Oder sie machen es andersrum und nehmen einfach sehr kleine für die anderen Räume. Ach so, das kann auch sein. Oh, es ist dann nicht... Genau, deshalb können sie das ganze Set stehen haben, weil es einfach hinten in den Truck reinpasst. Wie die Schauspieler auch. Das ist super gut. The reading's not clear.
Aber Moment, was suchen wir? Wir suchen den zweiten Borg, weil es ist ja ein zweiter hier noch unterwegs. Es soll einer sein, ja. Da sein. Und der kriecht jetzt auch noch hier rum. Jetzt auch noch, es wird doch richtig... Das ist voll Alien, voll. Ne? Ja, nur halt Alien in einem Wohnzimmer. Also es sieht nicht wirklich aus wie Alien. He's been through here. Magnetic resonance traces. Okay. Okay, one of us has to go, but somebody should... Wie machen wir möglichst viel aus diesem kleinen... Aus dieser kleinen Kulisse, die wir haben. Ja. Wir laufen vor, zurück, vor. Es gibt eine komplette Voyager-Folge, die darum geht, dass irgendeine Kraft die Gänge miteinander verwechseln lässt. Also wenn du durchgehst, landest du in einem anderen Teil des Schiffes. Und es besteht nur aus durch einen Gang gehen, der aus verschiedenen Sachen, aus verschiedenen Perspektiven gefilmt wird, damit es verschiedene Gänge sind. Haben sie wahrscheinlich den Rest gerade neu angemalt. Meine Herren. Tuvok, was machen Sie hier? Eine interessante Frage, Commander. Ich bin mir nicht sicher, wie ich an diesen Ort gelangt bin. Sie haben sich auch verlaufen. In der Tat. You know, you may be head of security, but I do outrank you. Yeah, it's only by 3 weeks, but I think that would stand up in case of a court martial. I'll tell you what. Okay. Kannst es geht darum, wer reingeht. Okay. Nehmen wir an, es geht jetzt, wer von uns reingeht. Genau, also... Aber er ist doch ranghöher, er kann uns einfach sagen, Er hat gerade gesagt, glaube ich, er ist ranghöher. Das ist ein Mütchenspieler. Wo kommt genau, der vom up. Planeten Italien, oder was? Ja. Pronto, Salvatore. Sei ruhig und sitze. Keine Sorge, ich mache das schon. Pronto, spielen wir? Entscheidung, Hütchen. 10 Hütchen. Oh, ich hätte jetzt gern 10 Hütchen. Meinst du? Nein, die alkoholischen Hütchen. Okay, ich dachte schon, vielleicht bist du einfach nicht, nein, ich bin kein Hutfetischist. Ich weiß ja nicht. Captain Beverly Crusher, hätten Sie nicht auch gerne ein Hütchen? Ja, Dr. Beverly. Nein. Sie haben zu lange überlegt. Ja. Wir beamen uns was runter. Weißt du, genau, das so interpretiert man es ja auch. Wenn das Nein länger als 5 Sekunden dauert, ist automatisch, kommt, ja. Ist automatisch ein Ja. Ist automatisch rechtlich... unbedenklich. Es ist das Anti-Nein, das Doppel-Nein. Das ist allgemein bekannt, ja. Ja. Du weißt ja, ein Piep für Ja, 2 Pieps für Nein, Piep, Piep, Doppel-Ja. Ein Knopfdruck für Ja und 2 für Nein. Ja, zur Kenntnis genommen. Plädierst du auf schuldig? 2-mal Ja, also schuldig. Genau. Links oder rechts? Links oder rechts? Fragen wir doch mal. Blüpp. Blüpp. Ich wäre für links. Du bist für links, also nehmen wir rechts. Okay. Nein, wir nehmen links. Das hier, alter Schelm, ey. Picardo. Links. Oh. War das gut oder schlecht? I win. Ja, aber es das heißt, er geht jetzt und guckt. Ah, und stirbt. Er geht durch die Tür. Bing. Ja. Da ist kein Boden drin. Hey, oh, wie der Kojote. Er muss ja voll runter gucken, damit er es sieht. Ja, ey, aber das würde Roadrunner erklären. Ja, die ganze Schwerkraft, die da passiert, ne, wenn er runter, also erst durch die Luft laufen kann, dann runterfällt, dann der Stein auf dem Feld, ist alles im Weltraum. Deshalb ist die Gravitation funktioniert da anders. Ah. Ja? Das ist der Space Roadrunner. Der Space Coyote. Sie haben wirklich keine coolen Serien in der Zukunft. Sie gucken nie irgendwas, es gibt keine Filme, es gibt nichts mehr, ne? Gucken nicht mal die alten. Gar nichts. Aber schau dir mal alte Enterprise-Folgen an, was die da zur Unterhaltung gemacht haben. Riker geht aufs Holodeck. Ja! Oh, nein! Oh. Bad idea. You see, there is another Borg, and he's waiting in the corridor for whoever comes out first. Poor old dad. Uh-oh. I hope you don't feel guilty. Oh nein. Uh-oh. Oh! Bin jetzt Borg! Mach deine Hausaufgaben! Exterminate! Bring den Müll raus! Remember what you said. Oh nein! Daddy! Daddy! Ah! Ja, es ist doch wurscht. Wir standen eben okay, neu, oder? Nein, lass dich töten. Soll er doch seinen ungeborenen Sohn töten? Ich konnte gar nicht. Pieps, du bist dran. Rise and shine. Rise and shine. Krass, jetzt sind wir auch Borg. Ja. Oh. Was geht denn hier ab? So, einmal oben, einmal unten, einen fallen lassen. Und schon hat er eine Schlaufe gedreht. If it looks like a Borg, walks like a Borg. And sees like a Borg. Oh! Then it must be a Borg.
You're wondering what you're feeling? That's pain. Vielleicht war das ja Absicht, dass wir jetzt ein Borg werden und als Borg. Aber wir das haben könnte trotzdem, sein. Aber ja. Na, unser Vater ist trotzdem tot jetzt oder verborgt. Nee, der ist verborgt. Second of four sind wir. Immerhin haben es zur Mitte geschafft, der Hierarchie. Ja, ist doch ganz okay. Besser als bei den Menschen. Ach nee, warte mal. Wir haben Second of four angeguckt und jetzt First of four. Das sind wahrscheinlich Fourth of four. Verdammt. Do you hear that? Filling your mind, telling you what to think. Ey, aber... Wenn ich irgendwo gerne in der Polonaise bin, in der Sex-Polonaise, ist es ganz hinten. Weil da ist es am einfachsten. Die Borgonese. Ist wie so ein Robocop, ne? Wir haben uns hier die Robocop-Direktiven da reingebracht. Time to go assimilating. Okay. Oh, Sprint, what have they done? Ja, tja. Ich habe ein Schutzwall. Komm, DJ Khaled, das ist für deine Alben. Widerstand ist lustig. Soll ich? Ja, komm, mach den alle. Ja? Den konnte ich doch noch nie leiden. Oh, ich komme nicht. Ich habe drauf gedrückt. Ich wollte meinen Vater auch erschießen. Ich meine, ich habe es nicht gemacht. Der ist natürlich. Der hatte es verdient. Doing. I don't think so. Wenn es doch so einfach wäre. You just called your fellow Borg up to the bridge and had him assassinate all your friends. Don't feel bad, though. If it ever goes to trial, you can always claim the collective made you do it. This time, try not to get caught. Oh, and by the way, your father cheats. Dieses Game Over. Hast gehört? Your father cheats. Rechte Hand? Da ist es jetzt auch nicht, ne? Didn't you hear what I told you? He cheats. You can't win. Okay, was heißt das? Dann klick, mach nichts. Okay, ich mach nichts. What are you gonna play? Sprint behind you! Surprise! Das ist doch auch ein bisschen unangenehm. Also wir haben jetzt nichts gemacht, wir haben links und rechts versucht. Wir können ihn in einen anderen Bereich anklicken, bestimmt. Ne? Ja. Also, weil das ist ja die einzige Möglichkeit. Das hatten wir auch mit dem Panel, ne? Also ich werde einfach mal um die Hände drumherum klicken jetzt und mal gucken, was da passiert. Was da noch war? Eigentlich nicht viel. Du siehst nur die Jeffreys-Röhren. Auch schön, dass der Typ, der eigentlich genau den Borg im Visier hat, ganz dazu dasteht, ne? Ja. So, jetzt schön aufgepasst. Ich mache es dir ganz langsam jetzt. Okay. Well, if you're not gonna play... Sprint behind you! Ah! Oh, ich hab doch geklickt, ey, du Affenmann. Okay, wir können nicht gewinnen. Hallo Leute, ich möchte heute mit euch über Folgendes reden. Gewalt ist eine Lösung. Okay. Bam ins Gesicht. Tatsächlich, er muss es uns einmal sagen und dann muss man irgendwo da drüber klicken. Ey, wie blöd. Waffe. Phaser auf Zerstäubung. wir haben den tatsächlich auf Zerstäuben gestellt. Und jetzt wacht er wieder auf? Der kommt doch jetzt, okay. Good idea. Retuning the phaser to a higher EM band frequency. Okay, ich habe ihn höher geschaltet. Was? Ja, war doch der eine Knopf, der ist nur dafür da. Das ist übrigens, das sind die YouTube-Pranks von morgen. Ja, du schaltest einmal den Phaser ein paar Stufen her. Den Phaser hab ich immer. Prank! Just a prank, bro! Hey, what up, peeps? It's your boy Ethan from H3H3. The sun finally came out. It's a beautiful, nice, warm day here in New York City. And I wanted to show you all at home what I'm about. A little peep into the world of EK from H3. Vape Nation, y'all!
Let's go see what this circuit can tell us. Aber die müssten doch eigentlich mittlerweile von der eigentlichen ersten Mission, der ersten Kontaktmission, ja, müssten sie doch wissen, dass man die Phaser umstellen muss, oder? No, I'm just not getting anything useful from it. Maybe if we hooked it into the ship's computer and had it analyzed. I'd like to know more about it first. Can't you interface your tricorder with it? Maybe, but I don't think I'd get any more information. Sprint, what do you think? Ich sag wie immer gar nichts. Okay. Tricorder, hier, das Ding in der Mitte. This one's free. Don't do it. Oh, okay. Sprint, what do you think? Tricorder, oder? Ja, dann halt den Tricorder. Selbstzerstörung aktiviert. The tricorder's having trouble gaining access to the data. The circuit is designed with a pretty standard neural interface, though, like some of our medical implants. Ah! No, it just can't see me. Du weißt doch auch, was jetzt ist, oder? It's too bad. I bet there was some really important stuff on that Borg circuit. Maybe you should try something else. It's too late to try something else, Quint. The circuit's already fried. It's not too late if I say it's not too late. Okay. Sprint, what do you think? Also ich habe jetzt einen Geistesblitz, ich hoffe, weil das ist das Picard-Manöver. Idiot. Brauche ich nicht, das krieg ich so hin. Hm. Jetzt kommt das Picard-Manöver. Picard war ja auch ziemlich arrogant, ja, in seiner Jugend. Hier. Ne? What? Ich will deinen Knubbel. Es passt auf ihren fucking Knubbel darauf, weil es die gleiche Form hat. I don't understand. In Centaurus's implant works along the same basic principles as the Borg circuit. Ich hab genug Star Trek-Folgen gesehen, um das zu wissen. Nicht schlecht. Der Knubbel ist es immer. Ey, ich fliege wieder. Haben wir die nicht ins All gebeamt in der letzten Folge? Nobody is suggesting anything of the kind. In truth, Captain, interfacing with the implant would be somewhat like auto-neural stimulation, an experience which Ensign Targus is quite familiar with. Exactly the point. Heißt das, die schaltet sich gern mal hier auf den Vibratorenplaneten, oder was ist los? Ab und zu steckt die sich da was... da irgendwas ran. Das ist ein Mixer. Ein Rührgerät. Ja, kannst du wahrscheinlich alles mit betreiben. Ach, das ist die Autosteckdose der Zukunft, meinst du, ja? Mit Adapter kannst du alles benutzen damit. Ist mehr wie so ein extra Akku fürs Handy vielleicht. Kommen Sie, legen Sie den Kopf mal kurz, ich muss mein Handy aufladen. Jetzt steckt ihr das Ding schon an die Birne. You could have waited till I sat down. I could have, but I didn't. Klonk. Sowas kann man auch in der Zukunft nur machen, oder? No. I want Sprint to do it. Whatever you have to go through, Targus will be there for you. Counselor, I've already been through hell and back. I don't think this could be any worse. Man kann sich doch nicht mehr verklicken. Was willst du jetzt mal aus Versehen aufs Auge drücken, oder was? Ich mach jetzt auch nächstes Mal von alleine. Gach. Kapla. Gut Lutsch. Gach. She's in agony. Schock doch! You've never had to deal with pain, have you, Sprint? Shut up! Assimilation! Technology! Weißt du, diese Toiletten in der Zukunft, die sind auch wirklich mitten auf der Brücke. Implant taking over systems. Communication with collective. Jam systems! The Borg implant is getting its orders from the Borg collective. How do we jam the signals, Targus? Shields. Modulate mutations. 6525 normal. Now! Do it! 6525. Got it. They've stopped firing. Woher kommt der Beschuss? Oh nein! Schilde nur noch auf 72%! Nummer 2, es war kein Beschuss, es war Beschiss. Ah, verdammt! Was soll das? Lassen Sie mich in Ruhe! Bitte mir diese Rumschnüffelei, wenn ich was will, melde ich mich. The shield settings must be in sync with the Borg scanners. They sense us as being part of the collective. Alone. We are. Resistance is. You will be assimilated. Oh ja. Talk dirty to me, baby. Ja, wirklich. Assimilier mich. Ja. One more CC of your robot and she'll be a vegetable for life. Do you want to be responsible for turning Save mal. Weil ich glaube, entweder können wir, ich will sie nicht umbringen oder so. Weil ich weiß nicht, ob das dann so eine Entscheidung ist.
Mittlerweile habe ich sie zum Fähnrich ehrenhalber. Ja, ich finde auch, sie ist auf jeden Fall. Sie ist jetzt schon hilfreicher als dieser andere Junge. Sie ist ranghöher als Wesley mittlerweile. Nicht gut. Ach, die gute alte Fliege. Okay, nein, mit dem Phaser ins Gesicht. Das ist deine Antwort auf alles. Entschuldigung. Ein Video gucken. Es tut mir leid. You're not supposed to be killing people, Cadet. You're supposed to be saving them. It is a concept your limited cognitive abilities can deal with, isn't it? Or am I wasting my time with you? Don't disappoint me again. Das war echt nicht richtig. Okay. Aber irgendwie, der Spieler zieht einen doch irgendwie, die unkonventionellen Sachen zu nehmen. Immerhin gibt's eine Lösung. Ja. Also immerhin kannst du das machen, das finde ich schon schön. Und sie haben es gedreht. Das finde ich auch gut, immerhin. Dafür auch die drei CDs. CDs. Für all die vielen wichtigen Entscheidungen. Und so, jetzt? Ja, ich mach mal das Q-Ding. Betäubt, oder? Ah ja. Ich habe gerade meinen Darm entleert. Oh oh. Tot? All evoke responses are negative. She's as good as dead. No, she'd be better off if she were dead. Maybe you should have just shot her. You want to go back and you want to try that? Ach komm. Er hat uns doch gerade das Ding gegeben. Kann ich Ihnen helfen, Gentlemen? Okay, wahrscheinlich, wenn ich jetzt nach dem Ding greife, kriege ich einen Stromschlag, ne? Wurde auch gerade eben gesagt, gezeigt, meine. Er hat es ja versucht. Ich drück mal auf ihr, da drauf vielleicht die Frequenz. Do you want to be responsible for turning Ensign Targus into a Bolian Zucchini? Ich drück mal auf ihr Düdelüt. Nee. Greif du auch mal oben dran. Ja, okay. Are you sure you want to do this? Yeah. You saw what it did to Furlong. But then again, you are Bajani. I'll give you a chance to think about it. Ah, ich bin Bajani? Aber, okay, jetzt habe ich auch alles ausgeschöpft. Sicher? Ja, probier's doch nochmal. Vielleicht kannst du. Ah, vielleicht meint er jetzt, wo er gesagt hat, dass ich Bajani bin. Bajani heißt, kannst an alle Metalldinge greifen. Das ist unsere Sonderkraft. Weiß es nicht, aber vielleicht. Ich probier's noch einmal. Und dann bin ich ein bisschen zu Ende mit dem Latein. No. You're not dead, you're unconscious. In a Bajani pain trance. Interesting phenomena. I'm not sure what its evolutionary benefit was for the Bajani. Something like a Terran possum, perhaps. You're regaining consciousness. Ja, aber richtig. Ich stehe wieder cool auf. Welcome back, Lieutenant. Danke, Bam. DJ Khaled. Ja, direkt zuschlagen. I've never seen anyone go into a Bajani pain trance before. Interesting. You were clearly unconscious. Yet your body managed to finish the task at hand. I suppose it's part of the survival mechanism. Quick thinking. Next time, they'll warn me. While you were out, we did a diagnostic on the computer systems. The Borg implant is continuing to rewrite code. I'm sending an away team over to the Borg cube to see if they can find anything that'll help us disable the implant. Targus and I are going, but we could use a third. I don't know if we'll get out of there alive. I won't order you to go, Lieutenant. Oh, we few. We happy few. We band of Borg. They're turning this into some heroic escapade, trying to make it impossible to turn down. I'll go. We don't need you, Quint. We need someone we can trust. Ich will schon aufs Borgschiff. Also jetzt. Ja, wir machen so, siehst du da, die machen ihr Dreieck, ah ja, Dreieck sie machen der Freundschaft. Der Captain sagt, was macht ihr da? Nichts, nichts. Das ist voll kindisch. Ja. Übertrag das Geld aus deinem geheimen Konto. Schnell. Mit dem speziellen Handschlag. Ja. Sag mal, was ist denn das für ein Handschlag? Also das macht man normalerweise nur in der Sekte oder so, wo man sagt, wir gehen gemeinsam zu Xeno. Painkillers just in case. You do know how to use it, don't you? We're coming alongside the Borg cube. Good luck. Energize. Ja, jetzt würde ich sagen, letztes Spieldrittel, oder? Ne? Borg cube.
Zugegeben, der Borg-Cube klingt nach dem letzten Drittel, ja. Ja. Und? Genau, richtig. Alter. Insert the third CD von 3. Drückst du mal auf die Windows-Taste, bitte. Nee, ich versuche erst noch, die Götter anzurufen. Die Götter der Gerechtigkeit. Mama, wie Mama, kann das sein? Ich wünsche mir zum Geburtstag Star Trek Borg. Mama! Und dann Schnitt 30 Minuten später. Mama, Mama! Mama, es ist vorbei! Und dafür habe ich 60 Mark bezahlt. 60 Mark, 150 Mark ja, draus. Ja, das war wirklich, ey, das war... Da ging es schon wirklich in die Richtung 100 langsam. Da ging's ja, ja. Schon, das ey, ich war finde, schon das war, ey, das ist die Multimedia-Zeit, ja, wo du sau viel für ein CD-Laufwerk ausgegeben hast und dann für diese fetten CDs. Okay, was soll ich machen? Windows-Taste einmal, bitte. Windows-Taste. Damit die CD einmal wechseln kann. Bip. Commander Riker, programmieren Sie bitte ein besseres Spiel. Moment, da brauche ich aber ein paar Minuten für. Okay, fertig. Ey, und das Geile ist, guck mal, was auf der dritten CD drauf ist. 3 Avis. 3 Videodateien sind drauf. Wie macht das Spiel das? Ja? Wie wechselt es zwischen diesen... Naja, ich hoffe, dass jetzt wirklich mehr passiert, als dass ein Video abläuft. Spock! Mr. Spock! Haben Sie den Verstand verloren? Sie sollten mir doch Bericht erstatten. Ich hatte keinen Bock, Jim. Weißt du, welche CD mir am besten gefallen hat? Nummer 2. Aber du bist doch Nummer 1, du Idiot. Nee. Doch. Ich mach den Gag die ganze Zeit falsch. Na, im Deutschen heißt der Nummer 2. Ich könnte schwören, dass Number 1, Nummer 1. Verdammt! Number one, I order you to go take a number two. Aye, aye, Captain. cool. Und ich habe die ganze Zeit habe ich diesen Gag gemacht. Du hast mir nicht einmal gesagt, dass ich eigentlich Nummer 1 bin. Naja, wer von sich denkt, dass er Nummer 2 sei, wird's auch irgendwann. Verdammt, das ist eine Picard-Antwort. Ja, so sieht es auch. Der französische Philosoph. Lösen Sie dieses Charles Rätsel. Der Krominov. Ja. Das hab ich gelernt. Auf einem außerirdischen Planeten. Guck mal da rein. Mann, der heißt wirklich, der nennt die wirklich Nummer 1. Ja, oder? Number 1. Ich könnte schwören, der nennt die Nummer 2. Nummer 2, Beverly, wie nenne ich Commander Riker immer? Nummer 1. Das gibt 1000 Punkte. 1000 Starfleet Credits für Beverly. Na gut. Tipp mal ein. Anfang Nummer Borg. 1. Okay, will you continue? Gleich. So, wir sind gelandet. Und wir merken daran, dass wir am Borg-Schiff sind, weil jemand hat Kohl gekocht und es ist alles durchgeraucht. Das ist ein wenig. Ja. Ja, die waren kurz in Holland. Ja. 12 von 17 hast du wieder die Abzugshaube nicht angemacht. Was war der hier? Der 4 von 83. 6 aus 49. Ja, das war auch der Gag, ne? Wer ist die Lottofeder Borg? 6 aus 49. Ich finde noch gut. Ah. Können Sie mir einen leckeren zellularen Peptidkuchen bitte backen? Das ist jetzt aber auch ein bisschen obszön. Der kann sich nicht wehren. Musst du den so angaffen? Ich versuche ihn nicht so sehr zu gaffen, aber es passiert. Nun mal. Oh, es geht. What do we do? Let's see what they do first. Also irgendwas solltest du machen. Okay, rechts. Hallo. Wir haben hier diesen Wachturm weiterzugeben. Okay, aber wir sind auch tot jetzt, oder? Ja. Sprint! Hold on, buddy. I need you conscious. Don't go into one of your paint trances yet.
What is that? Something to counteract. Du musst ihm eine Adrenalinspitze ins Herz. Ja, ja, du genau. Jetzt hier eine harte Brustplatte. Du musst mit richtig viel Kraft zuschlagen. Du weißt doch, dass Picard ein Ersatzherz hat. Es wurde hier in einem Barkampf, hat er ja ein Messer dadurch bekommen. For Christ's sake. In your face. Steck dir aber den Bohrer dahin, wo kein Licht hinkommt. Bohrer et labora. But it's got sprint. Later, that's an order. Ey, und jetzt verschwinden die einfach und lassen mich einfach. Ja, während wir beschäftigt sind. Während ich gerade IKEA-mäßig assimiliert werde. Aber vielleicht ist das ja Teil des Spiels. Meinst du, dass ich jetzt verborgt bin? Dafür borge ich mit meinem Namen. Ich glaube, sonst hätten sie das von vorhin recycelt. Okay, aber. Schau okay. mal, sie machen sowas wie ein. Wie ein Fistbump der Borg. Sie machen ihre Geräte ineinander. Aber darf die Mutter Borg, darf das nicht mitkriegen? Da wird man nämlich blind von. Und die sind ja schon halb blind. Es dürfen auf gar keinen Fall zwei Dreien das gleichzeitig machen. Das muss mindestens eine 3 und eine 4. Schau mal. Theta, warum heißt der Sonne? Diese Fistbumps machen mich wahnsinnig. Theta K7. Borg designate Beta, Alpha 7-3. Assimilate knowledge. Oh Scheiße, jetzt bin ich am neuen Job angekommen. Ich weiß nicht, was ich mache. Ja, der erste sind Tag das, im neuen sind Job. Sind das diese ominösen drei Muscheln? Er weiß, wie man sie bedient. Oh Scheiße, es sind die drei Muscheln. Es ist eindeutig okay. Nummer 1. 1, 3, 4, 4, 2, 2. 1, 3, 4, 4, 2, 2, oder? Wie kamst du da jetzt drauf? Ja, weil es so geblinkt hat. Habe ich nicht drauf geachtet. Ich hoffe mal. 1, 3, 4... 1-3-3-4-2. Okay, es war 1-3-3-4-2. Aber du hast es ja eh nicht gemacht. Tu mal nicht so, als ob du es gerade gemacht hättest. Ey, lass mir das doch wenigstens Film. Etwas. Wie in der Schlacht von Maxia. Ich werf jetzt einfach hier. Die alte Käse. Die alte Kamelle. Erzählen sie jetzt hier auch schon seit 25 Minuten. Lassen Sie mich doch einfach mal erzählen, wenn ich was zu erzählen hab. Gee, you look good to me. H, you're so heavenly. I, you're the one I. Idolize. J, we're like Jack and Jill. K, you're so kissable. L, is the love light in your eyes. Commander Riker. Sie sind der Chef. Oder soll ich... Oh, er hat sie echt erwischt. Oder soll ich Deanna Troi wieder mal strafversetzen? Wenn sie mal wieder auf Ponfar sind. Wie jede Woche. Sie haben mir gar nichts zu befehlen. Da waren wir auf Urlaub. Menschenkinder gehen ja auf Schulfahrt, ja, gehen dann Vulkanierkinder auf Pornfahrt. Das sind die. Wo sich die Hörner abstoßen, weil der Pornfahr. Ja. Nee, ich hab das. Oh nein, jetzt haben mich meine Freunde erschossen. Ja, aber wir haben auch einen erschossen. Ist verwirrend. Ich versuche gerade zu folgen. Okay. Okay, alles nochmal richtig. Alles nochmal. Jetzt keine blöden Diskussionen und Gespräche. Okay, aber ich konnte doch nirgendwo draufklicken gerade eben, oder? Ja, weil das ja das lange Game Over war. Oh shit, aber sag doch jetzt. Da lag es auch daran, dass wir zu viel geredet haben zwischendurch. Okay. Ich bin nicht ganz sicher. Wir haben ja. Okay, jetzt kommen wieder diese zwei auf uns zu. Ja? Wir haben auf den Rechten geschossen. Wir haben auf den Rechten geschossen. Ich wette, wenn wir auf den Linken schießen, passiert das Gleiche. Genau das Gleiche. Ich mach mal nichts. Ja? Ja, die ignorieren einen doch, wenn man nicht schießt. Genau, wenn man nicht schießt, dann laufen die an einem vorbei. Die sind wie Dinosaurier. Außer, dass man sich da nicht bewegen darf, weil die nur sehen, wenn man sich bewegt, laut Jurassic Park. War das jetzt die Dinosaurier oder die Borg? Ich will das nicht verwechseln, falls ich mal... Borgosaurier. Borgo. Die Dinosaurier wären ein gutes Opfer für die Borg. Ja, eigentlich schon. Nicht schlecht. Da kannst du nichts mehr machen, wenn so ein T-Rex, so ein Borg-T-Rex auf die Brücke gebeamt wird. Ja, aber das Problem ist, der T-Rex kann an der Konsole, weil die Arme so klein sind, kann sie nicht bedienen. Brauchst du so ein extra Ding, ja? So. Beep, 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 beep. Guck, jetzt sind sie an uns vorbeigelaufen, oder? Nee, die kommen jetzt. Nichts? Ja, natürlich nichts machen. Klar, die gehen an einem vorbei. Ich war auch so dumm, dass ich das gemacht habe. Es war voll blöd. Endlich stimmen wir uns mal irgendwo überein. Ja. Locutus vom Borg! In the house! Vor allem, du solltest es eigentlich besser wissen. Ja, ich soll es eigentlich besser wissen, ja.
Ich hatte noch geschaut im Kostümverleih, ob die noch so einen Borg-Kopfschmuck hatten für uns, aber die hatten nur so eine Picard-Überziehmaske für 60 Euro. Haben ich Nein gesagt. 60 Euro. Können Sie mir mal. Was da drin ist, so ein Paket mit dem Rasierer. Aber warte mal, jetzt haben wir doch den Code da gesehen. Speichern wir bitte ab. Du bist mir aber auch ein das Schlawiner. Das ist geil, oder? Du bist ein Schlawinerchen. Das ist geil. Richtig gut. Da musst du einmal bewusst sterben. Der Code war bip, 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 bip. 1, 3, 3, 4, 2, 2. Natürlich. 1000. Jetzt tippst du die Telefonnummer deiner bip, bip. Großmutter an. Bip, bop. Meinst du Bip, bop und Rocksteady? Bip, bop. Beep, bop, bop, beep, bop, beep, bop, bop, beep, bop, 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 bop. Oh. Mhm. Edmund Stoiber. Nein, ja, das war ich nicht, ne? Der war, glaube ich, auch in Borg. Ja. Also. So, jetzt mach den richtigen Code mal rein. Scheiße, jetzt hab ich vergessen. 133. 133422. Dr. Beverly Crusher, wissen Sie zufällig noch den Code, den wir vergessen wissen haben? Wissen Sie noch den Code, Beverly? Officer, is it the truth, scientific truth, or historical truth, or personal truth? It is the guiding principle on which Starfleet is based. And you can't find... So, 1, 3, 3, 4. Ah, falsch! Tricky, ey. Okay, Security. You think you can bypass the Borg lockouts and get us the information we need? Ja, kann ich. Klar, mit diesem Instrument, was ich noch nie bedient habe. So genauso wie du, du Arsch. 1, 3, 3, 4. Ach, geh doch kacken. Mach wieder aus. Ich weiß nicht, ab wann es gilt. Ich weiß auch nicht, ob du den Code richtig... Meinst du, dass ich den Code falsch eintippe? Geben Sie den Code ein. 17346732147 Charlie 32789777643 Tango 732 Victor 731117888732476789764376 Sperre. Jetzt hast du doch schon zweimal geklickt. Eins. Jetzt gerade hast du doch eben schon zweimal geklickt. Ich bin mir nicht sicher, wann es anfängt. Nachdem du einmal klickst. Hören wir nochmal aus. Okay, nachdem ich einmal klicke, hat schon angefangen. Da, weil weiß ich nicht. Es läuft ein Video und dann hält das Video an. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob das nach dem Anhalten schon so ist. Wo ist Jordi? Warum? Warum machen Sie das nicht? Sie sind doch Chief Engineer. Leg ihm die Maus hin. Ach, das Kabel reicht nicht, gell? Das Kabel haben Sie sich wieder schön fein rausgeredet. Ja. Ach, aber wenn es einer mit den Worten drauf hat, dann ist es Buddy LaForge. Buddy LaForge, ja. Er ist wieder Hauptheld, ne? Er hat immer die richtigen, passenden Worte. 1, 3, 3, 4, 2, 1, 3, 3, beharrst immer noch weiter darauf, ne? 4, 2, 2, 1, 3, 3, 4, oder 1, 3, 4, 4, 2, 2, 1, 3, 3, 4, 2, 2. Beverly Crusher, Statusbericht. Ja. Haben Sie etwas entdeckt? Ich denke nicht. Ich denke, sie ignoriert uns absichtlich. Okay. Darüber so, wird zu jetzt, reden jetzt, sein. Jetzt. 1, 3, 3, 4. Oder wir warten eben nochmal auf die. Wir lassen mal noch einmal die ganze Kiste mit den Borg, die ein bisschen länger dauert. Okay, ja. Aber jetzt sind wir ja gleich wieder da. Ja. Okay, wir sind okay, wieder hier. Dann muss ich sie einmal anballern. Einmal baller jetzt ruhig mal auf den linken, ist ja egal. Und dann speichern wir auch einmal dann davor ab, damit wir die Zahlen nochmal lesen können. Damit sie auch Dr. Crusher lesen kann. Nochmal. Ich dachte, wir müssen uns nicht mehr um Zahlen in der Zukunft kümmern. Aber wie lieblos sie auch eigentlich das Ding hier rangemacht haben. Bei mir haben sie es einfach hier rangepackt, bei dir irgendwo. Ich glaube, man darf in der Zukunft seinen Pömpel dahin kleben, wo man dahin will. Wo du willst. Ja, ich würde den umdrehen ich würde den umdrehen, dass er nach unten zeigt, so Landing Strip Style. Ja, ich würde ihn hier mit einem Pfeil nach unten und dann immer so rumstehen. Beverly Crusher. Ja. Rufen Sie mich bitte. Was viele nicht wissen, da ist ja Vibration eingebaut. Ja, natürlich. Hochfrequenz-Ultraschallwellen. So, ich schieße einmal drauf. Zack. So, jetzt sind wir da. Da sind wir der Borg. Und gehen zu dem Pult.
Viva 14371. Hör doch damit! Hör doch auf damit! Das ist der Borg. Was? Ja, Lüth, hat sich gerade jemand gemeldet? Hallo? Ja, da lacht jemand über. 133422 ist schon richtig. 133422. Jordi. Was ist denn los? Jordi. Er will uns was sagen. Jordi. Reden Sie mit uns. Reden Sie mit uns. Sind Sie gerade... Ach wieder? Nein, er ist ja taub. Jordi ist nicht taub. Jordi ist nicht taub. Das, doch klar, der hat die Dinger, deswegen gehen die doch übers Ohr. Gehen die. Du hast Jordi mit George Bush verwechselt. Nein, der ist blöd. Du verwechselst hier alles. Blöd und blind fängt ja beides mit T an. Okay, komm. Dann ist es vielleicht das, dass ich zu schnell drauf drücke. Ach, bitte lass es das halt sein. Doch mal die Fresse jetzt. Eins. Drei. Drei. Vier. Zwei. Ey, fickt euch alle! Entschuldige, Beverly. Entschuldigen Sie, Beverly. Entschuldigen Sie, Contact terminated with assimilation implant. There must be a four time sequence. No, I think it's a code for accessing the implant. If we can find a way to interface safely with the implant, we can feed it this sequence and then order to shut down. If it's anything like this terminal, it's going to look for a Borg signature. Damn, if we still had that dead Borg circuit, we could use that to convince the implant we were Borg. That's not a bad idea. But the circuit was fried. So we'll get another one. There's no shortage of Borg around here. Get that circuit. Ich schieß das hier doch hin. Ja, okay, musst du auf ihn schießen. No, Sprint's right. We need a living Borg. Okay, nichts tun. Das war richtig, nichts tun hat uns gerettet. Ja, sieht aber auch, als ob sie sich einfach eine Kiste voll mit Kabeln gelegt hat. Ja. Klebte noch der Rücken. Ja, auf der Kiste. Ah, wir haben noch die magische Werkzeugkiste. Ah, wir müssen einen betäuben, damit wir noch lebendig. There's gotta be something we can use on the Borg that'll stun them without killing them. Okay, jetzt muss ich irgendeine Einstellung drücken. Speichern? Ja. Warum nicht? So, kann schon mal tippen. Dr. Beverly, was sagt eigentlich die Uhr? Ist jetzt eigentlich schon um. Ja. Lass doch mal so machen. Ja. Wir machen hier einmal einen Break und der nächste Part wird wahrscheinlich nicht so lange, aber lass uns einfach das triumphale Ende. Ich finde auch. Noch ein bisschen weiter auszögern. Ja. Weil jedes gute Theaterstück endet in drei Akten. Auch wenn der dritte Akt 5 Minuten lang ist. Ja, und furchtbar langweilig wird wahrscheinlich. Und das Beste eigentlich wir schon hinter uns haben. Aber oder so, vielleicht passiert ja auch noch ein bisschen mehr, aber ich glaub's nicht. Ich glaube, es geht 5 Minuten jetzt noch. Es kann nicht alles Gable Knight sein, wo du eine Folge lang einfach nur mal Briefe liest, in einem schlechten bayerischen Dialekt. You need a prying element. Oh, you need a prying element. Curtis Crack! Curtis Crack! Ja, wirklich. Dolly Parton im Bandstang mit einer Kettensäge. Ich bin geil. Ja, dann... Das finde ich ist auch ein perfektes Schlusswort, denn... Düdelüt! Ich bin geil.